Ey, man könnte ja auch eine Lisa Plenske jetzt auch einfach mal ein bisschen älter, kommt wieder, vielleicht nicht in die Modebranche oder versucht sich, gibt dann die Probleme. Verliebt in Berlin. Habe ich irgendwas Schlimmes? Was ist das? Das kommt drauf an. Worauf? Das kommt drauf an, ob ein Baby für Sie etwas Schlimmes ist. Ein Baby? Sie sind schwanger. Sie dürfen so in der 9. Woche sein. Erstaunlich, dass Sie noch nichts gemerkt haben, aber das kommt vor. Du bekommst ein Schwesterchen. Tut mir leid. Ich habe wirklich gedacht, wir können miteinander reden. Ich möchte einfach nur, dass Lina glücklich ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich vielleicht schon fast zu alt bin, um noch ein Kind zu bekommen. Ich habe Angst, als Mutter zu versagen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dich bekommen habe. Du hast so ein süßes Baby. Und jetzt bist du erwachsen. Und das stimmt. Ich glaube, ich habe es wirklich ganz gut gemacht bis jetzt. Ist das der Vater? Ja. Sie können jetzt zu Ihrer Familie. Was war das denn? Alles gut. Und ich möchte mich noch bedanken. Haben Sie nicht gesehen, als ich geblinkt habe? Lass mich mal regeln. Das ist zu mir ehrlich gesagt wahnsinnig leid und selbstverständlich. Ich komme für Ihre Mutter raus. Gute Fahrt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und nichts und niemand auf dieser Welt wird uns je wieder trennen. Rocco und Lisa Kowalski. Lisa liebt Rocco. Rocco liebt Lisa. Das ist die Hauptsache. Ich bin von der Polizei. Richard vom Rahmenberg. Das ist nicht wahr. Man sieht sich doch immer zweimal im Leben, Frau Plenske, schon vergessen.